Hallo, wir sind hier am Stand von Follow und ja, ich denke mal, wir erklären einfach mal kurz, was genau das eigentlich ist. Follow ist eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft, die seit 1966 die Welt Magira simuliert in verschiedenen Kulturen, die es gibt. Es organisiert ungefähr 400 Leute, die das auf Cons machen, mit Geschichten, mit gelebten Darstellungen abends, auf Zeremonien und vor allen Dingen sehr gesellig. Aber ihr habt darüber gesagt, ja, kein LARP. Ja, wir machen jetzt schon ein paar Jahre die RPC und da sind wir immer wieder gefragt worden, was macht ihr eigentlich? Ihr sitzt da in Gewand und macht ihr LARP. Und da haben wir, um keine falschen Erwartungen mehr zu wecken, irgendwann mal dran geschrieben, dass wir kein LARP machen. Und das ist eigentlich auch ganz lustig, weil die Leute kommen jetzt immer fragen, was kann man denn außer LARP überhaupt noch mit Fantasy machen? Und wir schreiben halt viel, wir sind Literaten im weitesten Sinne. Ich wollte mich gerade fragen, weil ich kenne LARP, ich hätte jetzt auch gesagt, gut, ihr simuliert eine Welt, wie genau geht das vonstatten? Aber ihr habt ja auch tatsächlich Printprodukte, also, ja, die ihr regelmäßig rausbringt. Ja, unsere Mitglieder schreiben ihre Geschichten auf und die werden alle 3 Monate quartalsweise also veröffentlicht. Das ist unsere Vereinszeitschrift, die kommt 4-mal im Jahr raus und enthält die Geschichten der Leute, die Leute geschrieben haben. Und das passiert in Absprache miteinander, also man beschreibt seinen eigenen Charakter, was der macht. Und wenn er mit anderen Leuten zusammentrifft, die auch simuliert werden, dann setzt man sich mit dem in Verbindung und sagt, hier, ich möchte was machen, hättest du Lust dazu, ich würde dich besuchen kommen oder ich bräuchte mal einen Bösewicht, könnte nicht einer von euch mal bei uns angreifen oder so. Und das passiert also in der Regel in Absprache, wir haben da keine festen Regeln zu, außer gesunder Menschenverstand. Okay, wie ist das damit, ihr sprichst ja auch das Treffen an, gibt es da jetzt ein Haupttreffen oder gibt es da mehrere Treffen? Wie sieht das aus? Also stammtischmäßig? Wir haben ungefähr 20, 30 Cons im Jahr. Die sind in der Regel klein, also klein bis mittelgroß, also sagen wir mal 30 bis 80, 90 Personen. Und einmal im Jahr ist es Fest der Fantasy, das ist immer im August. Da kommen für 10 Tage um die 400 Leute zusammen. Also 300 bis 400 Leute, wenn es zentral liegt, dann mal 400 Leute, wenn es in Österreich liegt, dann nur 250. Und es gibt auch in der ganzen Republik Stammtische, weil es also ganz bundesweit ist. Es gibt Leute, die in Bremen sitzen, in Lübeck, aber auch Leute, die in Nürnberg oder in Neumarkt in der Oberpfalz sitzen, in Berlin und ja, hier in Köln. Die sich dann auch, ich sag mal, in kleinen Stammtischen regelmäßig treffen und ja, ihre Geschichten erzählen bzw. zusammenfinden dazu. Ja, also wir erzählen auf den Stammtischen schon auch Geschichten, aber ganz allgemein, wir trinken da auch ganz gerne. Natürlich Wasser. Wie kam es eigentlich dazu? Ich sag mal, das ist ja jetzt eine relativ ungewöhnliche Art. Ich sag mal, die meisten kennen LARP, die kennen Pen and Paper. Tabletop, das ist ja so, was man normalerweise so kennenlernt. Das ist ja jetzt so ein anderer Ansatz. Der Ansatz ist halt schon ziemlich alt. 1966 gab es nicht viel, was man machen konnte. Da fing gerade an, dass man Tolkien in England kennenlernt. In Deutschland gab es das praktisch gar nicht. Die ersten deutschen Ausgaben Tolkien kamen praktisch auch erst später raus. Und dann gab es ein paar Jungs, die haben gesagt, wir machen mal so ein Kriegsspiel. Wir machen mal so eine Karte, die entwerfen wir einfach, das machen wir auf dem Sechseckrester und dann greifen wir uns an. Und dann haben sie gesagt, wen habe ich eigentlich gerade erobert? Und dann haben sie diese Länder entwickelt. Und dann haben sie andere Leute gefunden, die mitgespielt haben. Und dann ist diese Welt immer größer geworden, immer bunter, weil immer mehr Leute mitgemacht haben. Da haben die einzelnen Gruppen dann, also erstmal haben einzelne Leute Reiche symbolisiert oder dargestellt. Dann kamen Freunde dazu, die haben das mit dargestellt und so ist das gewachsen. Und dann waren halt auch viele Leute dabei, die geschrieben haben, also auch Leute, die später, ich weiß nicht, die Midgard-Rollenspiele gemacht haben, waren mal in Follow drin und haben da was entwickelt. Und das ist immer größer geworden und hat sich halt auch erhalten. Also wir haben die Gründer von 66 noch dabei. Also 2 von 3, die sind jetzt mit ihren Kindern und Enkeln dann auch noch da. Okay, finde ich schon beeindruckend. Das ist jetzt ja, ich sag mal, eine echt lange Zeit, wenn man jetzt auch noch so wie zurückblickt, wo es jetzt einige sagen, ah, hier, wir sind jetzt schon seit 10, seit 20 Jahren. Also da könnt ihr jetzt schon auf... Nächstes Jahr haben wir 50 Jahre, ja. Ich wollte gerade sagen, fast 50 Jahre zurückblicken. Das ist, finde ich, schon beachtlich. Ja, es ist halt auch so, dass es inzwischen eine Sache ist, die viel mit Familien gemacht wird. Also es gibt ganz viele Kinder, die bei uns auf den Cons sind, für die auch immer was gemacht wird. Und für die Familien ist es halt auch das Schöne, es sind Leute, die man kennt. Es ist ein abgeschlossenes Gelände, Jugendherbergen, Zeltplätze. Das heißt, man kann die Kinder da auch einfach laufen lassen. Die können da ein Wochenende lang einfach rumtoben, mit anderen Kindern auch. Und die Eltern können sich den Dingen widmen, denen sie sich früher als Studenten gewidmet haben. Finde ich super.
ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre laufen. Davon gehen wir aus. Gibt es sonst noch, wo ihr sagt, steht jetzt irgendwie demnächst Veranstaltung an oder so, wo man... Also wir haben regelmäßig Stammtische, wo man hinkommen kann. Wir haben im August ein Fest, das ist in der Nähe von Kassel, glaube ich, Burg Ludwigstein. Aber wir haben halt regelmäßig an vielen Wochenenden auch an vielen Stellen diese Cons. Und da kann man sich einfach auf unserer Website auch informieren. Das ist entweder follow.de Die blenden wir auf jeden Fall auch unten ein. Oder fantasyclub.de. Ja. Und da kann man sich informieren, weil man findet auch Leute, die einen, wenn man aus einer bestimmten Gegend kommt, auch unterstützen können. Und es ist halt manchmal ein bisschen schwierig zu erklären, das muss man erleben. Ich mache das jetzt seit vielen Jahren und es macht mir immer noch Spaß. Okay, ja, dann viel Erfolg und noch alles Gute damit. Dankeschön, euch auch. Danke.